Jetzt geht los. Ja, doch. Nach Hause dann sofort durchklicken. Bam, Pokéball. Juhu, legen wir wieder los, ey. Pokécom Musikstück 2.6 freigeschaltet. Moonscape Luna View erhalten. Aber oh, müssen wir, glaube ich, gar nicht erst reinhören. Nein, hab ich. Ein Bisaflor, ich kann's fangen. Es ist voll dunkel geworden, ne? Hier ist Nacht. Ja. Leichenflattern. Genau. Sehr schön. Na, alle mitnehmen, sehr gut. Wir wilde Pokémon. Verbrenn mal das Gras. Okay, geht nicht. Oh, scheiß Physik Engine, ey. Tür entriegelt, Isendorf Pension und Schlüssel weg. Die alte Master hat eh vergessen, dass sie auch nicht drin. Sie hat bestimmt einen Obli da drin eingeschlossen und vergessen. Jo. Oh. Oh, im Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer. Ey, den Raum da hinten gibt's gar nicht. Das ist ja das Schlimme. Wo ist das ein Bernstein? Erstmal die Karte. Nee. Isendorf hält Ei, jetzt hat er wenigstens eines. Ja, Gott, vielen Dank. Gott sei Dank, PDF, dem Ei ist nichts passiert. Trotzdem, ich muss vorsichtig sein. Es darf nichts zerbrechen, sonst war alles umsonst. Oh. Ich hab's nicht geschafft, möchte ich dazu sagen damals. Als wir dann attackiert werden, ist das Ei am Arsch. Mhm. Oh, Scheiße. Nimmt dann Schaden, also dreimal. Ja, schnell, raus, wir können schnell raus. Ja. Du konntest auch noch nach unten. Ja, egal, schnell zu ihr hin. Schnell weg von dem Weg. Ja, nein, oh mein Gott. Jetzt sehe ich ihn einer auf. Wie verkackt das ist das einmal? Nein. Jetzt werden wir da. Du schaffst es. Mach ihn fertig. Du schaffst es. Wir müssen positiv denken. Der hat keine Chance. Der hat keine Chance. Wir können, ja, komm jetzt. Flatsch. Wir haben die Reichweite und wir haben noch genug Weg nach hinten. Ganz entspannt. Vielleicht kommt von hinten irgendwas. Ja. Nein, das wird. Ein Tentacher an Land, hä? Ja! Im sehr Gras. Gut. Wir schaffen das. Ja, ist ja nicht so, als würdest du auch vor den, von den Wimmeln. Irgendwie. Ja, jetzt vorsichtig, schon. Geh nach oben durch, Dann gar nicht erst das Risiko eingehen. Geh nach oben durch, da ist wahrscheinlich keiner. Boah, voll risikoreich. Jetzt ist hier drin auch noch einer. Und ja, das ist voll mies. Kommt so aus dem Blumen so raus, tack. Und geh wieder rein, um das von Lust erlebt gleich wieder. Ja. Geil. War doch ganz einfach. Was ist dein Problem, Steffen? Na, ich wurde einmal mehr getroffen. Das war mein Problem. Muss doch zu Martha schon gehen, ne? Nein. Er hat dann geholfen. Harold! Warte schon auf dich im Bahnhof! Wir oh, beide müssen versuchen, den Zug wieder in Betrieb zu nehmen. Harold! Genau. Du hast das Ei gefunden! Wunderbar! Hörst du? Ein junges Leben, das noch im Entstehen ist, muss man einfach schützen. Dank euch beiden. Durch euch ist ein weiteres Leben gesichert. Hier, Dave hat das vorhin gefunden. Dein Igel aber kann es sicher gut gebrauchen. Neue TM. Oh. Oh, KP Plus, ja, kriegt man so oder so. Martha gibt Brendo KP Plus. Brendos maximale KP sind auf 25 gestiegen. Lava. Das ist heftig. Ja. Lava. Lava. Ja. Martha kümmerte sich gut um das Ei. Ich frage mich, was für ein Pokémon es enthält. Ich mich auch. Ein Ditto. Yeah. Nee, Ditto Mama ist ein Eier legen. Deswegen ist das da ja. Das ist dann so Brainfuck, was? Oh, die erste Tomama. Was? Ja, abspeichern und weiter geht's, ne? Genau. Aber erstmal würde ich sagen, suchen wir noch die bisherigen Häuser ab, metzeln die Zombies ab, die hier noch sind. Flatsch. Welche Häuser absuchen? Naja, die, wo wir bereits schon mal ach drin ja, waren. Ach ja, wie war das? Abgeschlossen. Ich, ja, wenn dann sammeln wir da auch alles. Das sind nur 6 Dinger. Die Musik ist schwul. Du bist schwul! Im Werkzeugkasten war der vorhin auch schon da. Ja, der war schon immer da. Mülleimer, ist da vielleicht was drin? Hm? Nein. Ich denke gerade, du hast da oben 2 Überlebende. Wie der da. Oh, und tschüss. Ja, tschüss. Ja, kein Ding. Bam! Oh, tschüss. Was? Das ist ein abgetrennter Kopf. Okay. Okay. Nichts Außergewöhnliches.
Ja. Dumm. Das Geräusch. Wenn da irgendwie eine Tür zuschlägt oder so. Oh, das ist, ah, wir haben unser CD-chen. Hochgekommen, Musikstück, 3 von 6, freigeschaltet. Typos Red, Genocide. Genocide? Das hört sich interessant an, mach mal das mal. Ja, mal kurz rein, man hab ich selbst noch nicht. Rot an. Ja, und Genocide. Okay. Gib mal auf Google. Okay. Passt voll zur Zombie-Apokalypse. Ja, irgendwie voll geil. Ah, ja. Oh, schade, ich kann, die Musik anlassen. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Das wäre natürlich richtig geil. Der sollte doch eigentlich, oder? Ja, während der Zombie-Apokalypse so ein Lied hören. Ja. Yeah. Diese Laune schaffen. Ist dann so wie hier, ich kenne den ganzen Namen nicht von dem Song Sayonara. Irgendwas mit K. Kyoba Mata Himade irgendwie. Sayonara. Ja, ja, Kyoba Himada Sayonara. Ah. Das ist ja das, wollte ich mal sagen, Standardlied, was bei der Abschlussfeier immer gesungen wird von den Schülern. Ach was. Ja, darum, das ist, halt, war da nur eine etwas andere Version halt. Ja. Halt. Wenn wir uns abschließend ein Lied aussuchen würden, das gespielt wird, wäre es bei mir sowieso das geworden. Ja, das hätte echt Stil gehabt. Aber. Pokécom Musikstück 4 von 6 freigeschaltet. Julian K. Irgendwas. The Hunting. The Hunting. Freigeschaltet. Oh. Oberschenkelmuskeln. Freigeschaltet. Die ganze Rennerei ist gut für die Oberschenkelmuskeln. Oberschenkelmuskeln, da sollen wir rein, ne? Oh, ist der schon klar? Ja. Alles andere habe ich ja schon abgesucht. Poké-Pension. Da ist unser. Bist du da schon rausgegangen? Im Garten, da liegt noch was. Da liegt nämlich noch das fünfte. Mehr hatte ich nämlich auch nicht. Und da ist noch ein Pokémon. So weit bist du dann schon, oder wie? Ja, ich bin dann schon da in dem Dings drin. Ich denk dran, da drin ist auch noch einer. Ja. Lenki. Das ist ein Mankey. Ah, ein graues Mankey. Ja, ein Zombie-Mankey. Ah, da hat sich halt gelernt. Pokécom Musikstück 5 von 6 freigeschaltet. Was haben wir? Freeze Mode. Der Alte! Der Alte lebt. Nee, wenn. Jo. Nee, der ist tot. Oh, ja. Sie hat ihn vergessen. Ja. Master ist halt nicht mehr die Jüngste. Die Scheibe ist eingeschlagen. Ja, da kam ja das Mankey durch rein. Nein. Das Ding jetzt doch besiegen. Ja, da ist noch ein. Ja, okay, besiege ich das noch. Und dann musst du in die Bahn rein und davor würde ich noch einmal aufheilen und abspeichern. Ich wollte speichern, deswegen wollte ich auch nach oben. Achso, ah, okay, okay. Okay, guck mal, ist das geht so, ne? Es ist gar nicht so übel. Okay, es ist wirklich erfüllt. Okay. Flatsch. Aber es hat lange durchgehalten. Na egal, jetzt heilen wir eh nochmal auf bei Schwester Joy. Oh. Ich will sowieso wetten, früher oder später gibt uns Schwester Joy irgendwie Schlüssel für das Pokémon-Center. Dann müssen wir aus dem Pokémon-Center was rausholen. Ja, irgendwann fällt ihr wieder ein, wo sie ihn hat. Genau. Oh, hier zwischen meinen beiden Titten habe ich ihn versteckt. Aha. Warte, ich hol ihn raus. Warte, ich hol ihn raus. So. Ach ja. Und ich hab. Ich habe schon genug Worte, um deine Gedanken drinnen zu heilen. Möchtest du das nicht mehr lange heilen? Na gut, ich werde dann deine Gedanken heilen. Das klang abartig. Ich werde schon Stagion machen, ja, ich solche Geräusche. Ja, ich wurde vollständig geheilt. Komm jetzt dann wieder. Gib mir Spaß mit den Gedanken. Oder was? Ja, dann hier abspeichern, dann ab in den Bahnhof. Mhm. Der Film. Oh ja. Oh, wir haben auch mehr Energie. Ja, haben ja auch einen Kaffee Plus bekommen. Genial, ey. Dum, 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 dum. Da ist der Harold, der ist fertig mit seinem Werkzeugkasten. Ich sollte mir anhören, was Harold zu Harold! Perfektes Timing, Ethan. Kommt gerade fertig. Wenn wir versuchen wollen, die U-Bahn wieder in Gang zu setzen,
müssen wir die Stromversorgung der Gleise wieder herstellen. Ich konnte den Stromkasten reparieren, aber um den anderen an den Rand dran, an den Rand zu kommen, müsstest du zuerst die Matschbirne für mich aus dem Weg räumen. Und wenn wir die U-Bahn wieder in Gang gesetzt haben, können wir bis nach Kanto durchfahren. Lauf einfach durch den Bahnsteig und dann nach rechts. Dort ist der Bahnuntergrund. Der Sicherungskasten müsste sich dann ein Iskami sein. Im Untergrund sind viele Monster. Auch Gift-Pokémon sind dort tief und sie werden versuchen, euch mit giftigem Schleim anzugreifen. Dieses Gift führt zwar zu keiner Infektion, trotzdem führt das zu einer Vergiftung von Igelava. Oh. Hier, nimm das. Ich hoffe, du wirst es nicht brauchen. Gegengift. Diesen erhält Gegengift von Harold. Ich warte hier, bis du das Ende erreicht hast. Und komme dann nach. Er wartet da. Oh nein. Okay, ab nach rechts. Tschüss. Oh, dann ist Mülleimer. Kannst du in den Zug rein? Nein. Achso. Nein, kannst du sogar wirklich. Und die andere Tür? Nein. Leer. Leer. Achso. Geschlossen, aber diesmal leer. Muss es so sein. Oh, der meinte, der macht wirklich harte Sachen. Oh, tschüss. Oh, was steht da? Oh, was steht denn da? Ki? Ga? Ach, keine Ahnung, ich dachte, das wäre Japanisch. Okay. Ja, wie gesagt, er hat einige beschädigt. Der Polizist auch hier, ja, war stimmt, schon. Ja. Und da ist noch ein Mülleimer. Da ist bestimmt nichts dran. Ne? Aber dann kann ich wieder Dings sagen. Sehr schön. Nicht mal leer, sagt heftig, er. Heftig, ey. Und der Werkzeugkasten? Der Blutfleck an der Wand, ey. Was? Oh, das war's, ne? Oh ja. So, und ich glaube ziemlich genau hier bin ich irgendwie einmal gestorben, als ich hier war, und dann habe ich ausgemacht und wollte am nächsten Tag weiter spielen und daraus ist nichts geworden. Oh, gut zu wissen. Also ab hier kriegst du auch nichts mehr. Nee. Jetzt wird's halt wirklich interessant. Oh, ein Doppel. Ich weiß, gleich kommt noch Gift-Pokémon. Das wurde ja auch schon gesagt. Na, aber mehr weiß ich auch nicht. Das sieht nach Gift. Ja, geil. Ich kann da Taxi. Ich würde mich erstmal heilen. Das hört sich nicht gesund an. Nee. Gift ist ziemlich eklig. Hallo? Das ist Lima. Irgendwo da. Das ist, ach du Scheiße, die sahen wie eine verstopfte Klospülung, gell? Blub, blub. Ich kann das nicht wirklich ernst nehmen. Scheiße. Ich bin schnell dieser Slimer. Ja, da ist es, ja. Das ist voll grün, ey. Hat das von da unten auf uns gefeuert? Cheater! Der hat bestimmt einen Wallhack. Zum Glück wird man nicht gleich bei mir einen Hai vergiftet, ey. Okay. Ah, das wäre ja noch übler. Der Stein, der ist verdächtig. Der Stein der Weisen, der da liegt. Ja, genau, das ist der Stein der Weisen. Der Stein. Der Bäre in einem Stein, alles klar. Das hat die Oma gemacht. Ja, das war die Oma auf dem Stein. Ja, bestimmt, wer es glaubt. Und warum sieht man da keine Bäre liegen?
Auch eben, ne? Die war grau, die Beere, deswegen vielleicht. Die hatte dieselbe Farbe. Das ist ja der Zahnstein von Oma. Ja. Die Zähne sind, wenn sie verfault, auch ziemlich graulich aus, also passt das. Die von Oma sind sehr verkammelt. Ich weiß, wo ich rede. Sie vergisst halt immer, dass meine Zähne kurz ein bisschen. Du vergisst auch mal, hey, vom Satz, das passiert dann weiter. Sehr schön. Vier Beeren haben wir. Das ist gut. Passt. 15. Das ist wieder heftig, ey. Boah, voll spannend, ey. Ja. 25 KP, da müssen wir ja auf einem sehr hohen Level sein. Ja. 3? Ja, sollte das Igel aber nicht Level 30 sein? Ja. Da kommt ein Slimer. Ja. Man kann ja auch gar. Ja, man muss nur die Reichweite kennen. Okay, ja, aber wenn die. So da ist noch ein Mülleimer. Guck dir den nochmal an. Vielleicht ist da noch eine Botschaft. What's new? Jack the. Nor. Nee. Was hier? Jack irgendwas war hier. Jack irgendwas war hier. Ja, irgendein Jack war hier. Interessant. Hi, Jack. Jo. Wo ist der? Hat er es mit seinem eigenen Buch geschrieben? Down was. Ja. Ach so. Aber so viel Blut, ich weiß nicht, ob er das noch schreiben könnte, wenn er so viel Blut verloren hat. Tja. Hallo. Hallo. Hm. Oh, ich geh mal wieder. Lass dich entscheiden. Wand, Scheiß, Wand, 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 Wand. Ja, so eine Maschine. Wie der Schädel durch den Blutangriff aufgeschlagen ist. Durch die Hitze. Ja. Oh. Boah, da geht's weiter. Okay. Oha, sieht so nach heftigen Fight aus. Ja, da ist Arena. Heftig. Da kommt auf jeden Fall was Fettes. Da wird irgendwas kommen. Vielleicht ein Schleimer. Psst, Isen! Ich weiß nicht, ob das Mann oder Frau ist, deswegen habe ich einfach so was dazwischen drin gemacht. Achso, Harold. Okay. Nice. Oh, du bist. Mir ist mal eine Sekunde das Herz in die Hose gerutscht. Entschuldige. Das war nicht dein Der Herz. Der Schallkreis muss am Ende des Ganges sein. Ist das nicht ein Fluss? Gut. Brando und ich gehen sicherheitshalber vor. Bleibt nah an uns dran. Ah, sehr schön. Okay, alles klar. Das ist Jack. Oh. Jack ist, Dings Harold ist infiziert. Oh, scheiße, wie konntest du mich nur finden? Brando, schnell! Attacke, Ike, Ayaku, yeah! Und er ist tot. Harold! Was? Du? Du wurdest gebissen? Er hat mich am Oberarm. Du bist scheiße. Verdammte Scheiße! Oh, du bist ja ziemlich fett. Dazu. Es muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass ich mich infiziert habe. Ja, oder? Genau. Wer es glaubt. Das sagen sie immer in jedem Scheißfilm. Ja. Es ist alles okay, ja. Ah! Schmerz entsetzlich. Ist bestimmt nichts. Ich werde ihm wohl den Penis gebissen. Nein, ja. Sein Fettarsch. Ich bin ganz sicher nicht so weit gekommen, um jetzt zu verrecken. Es ist nichts passiert, klar. Alles ist gut, ja. Alles ist wie gut. Wie so ein Psychopath, alles ist gut. Ja, machen weiter, wie bisher. Genau, jetzt bück dich mal bitte. Dann werde ich auch infiziert von seinem Am Ende des Ganges sollte der Stromkasten sein. Auf. Nee, auf wie. Okay. Das I war nur verkehrt drum. Das war kein Ausrufezeichen. Alter, man, der ist infiziert und läuft hinter mir her. Verschwinde. Ja, man stirbt ja erst am Fieber. Ja? Da haben wir ja das Scheißding. Scheiße. Mal sehen, was nicht in Ordnung ist.
Ah, es steht auf es M für Mini. Ich muss es drum stellen aus B für Bambo. Stimmt was nicht? Ja. Jemand war hier schon dran. Oh. Der Zug läuft nicht, weil eine Sicherung oder so etwas fehlt. Nein. Der Zug läuft nicht, weil hier jemand ganz fucking Elektronik mutwillig zerstört hat. Immer diese mutwillige Zerstörung. Ja. Das kann ich nicht reparieren, dazu benötige ich Teile. Es war ja auch, wäre auch zu schön gewesen. Und was jetzt? Wir haben keine verfickte Ahnung. Wow, 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 wow. Ich bin gerade so auf 180. Level 180? Es klappt nichts, auch gar nichts. Und du wirst sterben, Harold. Scheiße, ne? Und mein Arm brennt so fürchterlich. Wir sind fertig. Es gibt nichts mehr zu tun. Harold, du bist gleich fertig. Lass uns ins Versteck zurück. Mit dem Infizierten, ganz ehrlich, ey, den muss ich abknallen. Der kann doch jetzt nicht da einfach rein. Ja, eigentlich schon, aber nein. Wie wohl die anderen im Versteck darauf reagieren werden, dass er gebissen wurde. Mülleimer, Mülleimer, da ist Mülleimer. Komm, da war nach einer Zwischensequenz. Scheiße. Yeah. Bullshit. Bullshit. Harolds angebissenes Pausenbrot. Ach was, ehrlich? Pierre hat keinen Bock. Pierre ist eingeschlafen. Ich hab's vergessen. Egal, ey. Oh, wer ist das? Bianca. Tot. Oh, jetzt bin ich wirklich ein bisschen. Ach, verdammt. Darfst du aber nicht wie Haku. Haku sprechen. Aaron, was? Niemals! Das ist doch nicht möglich! Oh, hey, ist das nicht. Was? Wie, nicht, ich darf dir nicht wie Bianca klingen, wie Haku was klingen. Ja, irgendwie ja, anders. Was habt ihr denn hier unten zu suchen? Bianca, die Arenaleiterin von Lucatia City. Heftig. Aber ich dachte, sie wäre aus der Stadt geflüchtet. Sagt schon. Weiß nicht, was Bianca ist. Sie hat mit Milchang funktioniert. Was wolltet ihr denn machen? Hey, ganz ruhig. Wir sind Überlebende. Wie du. Wir wollen den Strom wieder in Gang setzen, damit der Zug wieder läuft. Damit könnten wir dann alle hier raus aus der Stadt. Aber leider scheint draußen nichts zu werden. Daraus nichts zu werden. Jemand hat die Elektronik zerstört. Ganz genau. Ich habe den Stromkasten manipuliert. Ich dachte, der ist komplett im Arsch. Ich lasse nicht zu, dass ihr den Zug wieder in Betrieb nehmt. Bist du irre? Der Zug ist unsere Rettung. Da hat er recht. Was gibt dir das Recht dazu, unsere Fluchtmöglichkeit zu verhindern? Oh oh. Ich wollte es auf diese. Ihr wollt es auf die Ladetour, könnt ihr gern haben. Was ist ihr Problem? Was hast du. Was hat sie vor? Oh, fällt Pokémon Battle los, Miltang. Sie ist bestimmt so eine Zombie-Meisterin. Eure letzte Chance, es sein zu lassen. Und es euch zu verpissen. Ethan, die Alte ist total verrückt geworden. Weißt du was? Wir sollten sie aus dem Weg räumen. Boah. Sie behindert unsere Flucht. Eigentlich nur meine, du bist schon tot. Wegen ihr verrecken wir alle. Nee, wegen dir, Harold. Entweder wegen ihr, wie entweder wir oder sie. Sie kann nun. Was? Nein, spinnst du? Sie ist ein Mensch. Ich kann nicht. Und sie ist eine Frau. Geil. Vielleicht hat sie einfach nur Angst und ist mit den Nerven am Ende. Solche Situationen überfordern den einen oder anderen manchmal. Überfordern, ja, genau. Gut, ihr wollt es nicht anders. Hier. Yeah. Meltag, du bist dran. Oh, ich hier weiter. Meltag! Okay. Meltag sind immer bei. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Brando! Los! Zerfetzt das Meltag. Die Musik da ist geil. Sowas will ich die ganze Zeit als Musik hören. Ich darf einmal irgendwelche Nebenlichten. Ach, Alter, Hilfe! Ja, egal. Wenn du es weiter einsetzt, ist es auch noch unverwundbar.
Und ich mache echt keinen Schaden. Hilfe! Ich glaube, Faxa macht da eher mehr. Ja, macht deutlich mehr. Ja, guck mal, das ist jetzt weiter. Ja, der Walzer eben. Ja, ist er. Oh, das pack ich schon. Ja. Oh, ich hab noch Leben ohne Ende. Ja. Drei Stücke. Was machst du? Du darfst dich jetzt noch nicht mehr treffen lassen. So jetzt zum Beispiel. Darf ich dich nicht mehr treffen, ne? Jetzt sag ich. Hat nicht ganz geklappt. Ja, Milch, halt, ist immer ein Albtraum. Oh, nee, nicht wieder den ganzen Text. Oh, doch. Oh. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folgen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.